Hi, heute möchte ich mit euch ein Terrassendachradling, besser gesagt das Dach vom Terrassendach. In dem Fall ist es eine VSG-Verglasung und das Terrassendachdach ist wirklich über die Jahre, jetzt 1,5 Jahre steht das Ganze schon, verschmutzt, stark verschmutzt worden und das möchte ich mit euch reinigen. Mit diesem Teil hier. Und worauf du achten sollst, das zeige ich dir in diesem Video. Bevor wir jetzt loslegen mit dem Reinigen, dieses kleine Teil hier ist sehr, sehr nützlich, liegt um die 30 Euro. Daran kannst du beispielsweise einen Gartenschlauch ranstöpseln und das auch von der Stärke her regulieren. Wirst du unten in der Videobeschreibung finden. Und jetzt kommt es, was ihr für eine Füllung habt, besser gesagt, was ihr auf dem Dach drauf habt als Verglasung. Es gibt viele, die haben Doppelstickplatten, es gibt viele, die haben Glas, in dem Falle VSG-Glas, Verbundsicherheitsglas. Und da kannst du auch schon mal mit einer großen Styroporplatte draufgehen oder wenn du versuchst, immer auf die Sparren zu gehen, ist die Gefahr sehr, sehr gering, dass da irgendwas passiert. Wenn du jetzt Doppelstickplatten hast, solltest du dir eine große Bohle querlegen und das Ganze wirklich mit Vorsicht genießen. Am besten nimmst du eine Leiter und wenn du kannst, kannst du von außen das Ganze reinigen. Das ganze Ding hier ist ein Teleskopstiel, sprich du kannst es von der Länge her verstellen bzw. regulieren. Und dann kannst du auch von außen das Ganze schrubben, ohne dass du auf dem Dach rauf gehst. Da müsst ihr nämlich darauf achten. Doppelstickplatten, die brechen ganz schnell durch und dann fällst du durch das Dach hindurch und könntest du dich wirklich böse dran verletzen. So schaut dann unser VSG-Glas von oben aus. Ihr könnt schon sehen, ziemlich stark verschmutzt. Und bevor wir mit der Reinigung beginnen, sprühe ich das Ganze mit einem neutralen grünen Reiniger ein. Die Druckflasche und den Reiniger werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Warum und weshalb machen wir das? Ganz einfach, der Schmutz oben auf dem Dach ist schon hartnäckig. Das sind Moos, das ist Algen. Das ist Schmutz, der sich wirklich schon ein bisschen eingefressen hat. Und der löst sich so ein bisschen mit dem Schaum, mit dem Reiniger. Im Anschluss können wir auch loslegen und das Ganze damit unsere Bürste reinigen. Und wir fangen natürlich von oben an, damit der Schmutz teilweise von alleine runterläuft. Und ich muss sagen, das Ganze geht wirklich sehr gut. Nochmal ein ganz, ganz dickes Lob an unseren Besen hier. Die Griffe sind wirklich sehr, sehr angenehm zu tragen. Und das Ganze ist wirklich dank der feinen Bürsten, macht hier wirklich das Dach nicht kaputt. So, ihr könnt auch hier schon sehen, was da wirklich für Dreck herunterkommt. Und hier nochmal ein Beispiel. Hier schrubben wir das Ganze mal ohne Wasser. Und jetzt drehe ich das Wasser auf. Und ihr könnt schon sehen, der Schmutz löst sich einfach viel, viel besser. Ist vergleichbar, wie wenn ihr das Auto wascht. Unten angekommen, schaut das Dach wirklich aus wie neu. Auch die Dichtungen sind sauber. Natürlich müsst ihr ein bisschen darauf achten, dass ihr nicht zu arg an den Dichtungen rangeht. Ansonsten kann das Ganze dann undicht werden. Die Kanten säubern wir einfach mit einem handelsüblichen Schwamm, der so ein bisschen feucht ist. Und dann geht ihr ein-, zweimal über die Kanten rüber und dann lässt sich dieser Schmutz, dieser Schnodder problemlos lösen. Der grobe Schmutz ist dann natürlich vom Dach runtergespült worden und liegt auf dem Rasen. Das sammeln wir natürlich auf und dann sind wir schon fertig. Den Rest erledigt jetzt die Sonne. Ja, ich muss sagen, das war wirklich ein Kinderspiel mit diesem geilen Teil hier. Findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und für diejenigen, die Bock haben, jetzt ein Terrassendach selber aufzubauen, wenn du noch keins hast, würde vielleicht gar nicht passen, weil warum solltest du es reinigen wollen? Jedenfalls gibt es darüber ein Video, wie ich das Ganze aufgebaut habe. Besser gesagt zwei lange Videos und eine Playlist mit ganz, ganz vielen verschiedenen Vlogs, wo ich auf das Fundament drauf eingehe, auf die Wandbefestigung, auf das Glas, VSG, Doppelstickplatten und so weiter und so fort. Und wenn du noch Fragen hast, lass die gerne da als Kommentar. Ich versuche die zu beantworten. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Video. Und hier sind noch zwei weitere Videos von mir. Vielleicht sind die interessant. Und ich werde jetzt mich um die Wellensittiche hier kümmern. So, ciao.